Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cooking Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir wiederholen den gestrigen Tag und morgen ist dann der gehobene Küchenwettstreit. Da freue ich mich mega drauf, hört sich sehr interessant an und ja, was ist gestern passiert, wer die Folge verpasst hat, ich wollte die Tür zumachen, obwohl ich einen Topf in der Hand hatte und dann ist irgendwie der Topf in den Ofen reingeschwoben, geschwoben? Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Und hat da irgendwie einen übelsten Bug verursacht, sodass unser Spiel dann abgestürzt ist. Das ist natürlich jetzt nicht mehr passiert, weil wir wieder in der Vergangenheit gereist sind, um diesen Tag nochmal zu wiederholen. Dementsprechend sind auch die ganzen Gasflaschen noch hier am Stehen. Ach, verdammt. Gut, ab und zu mal eine wegwerfen, das wird wohl lang. Ich werde mich jetzt nicht um die Gasflaschen kümmern. So, gut ist, dass wir den Tag nochmal wiederholen, weil diese ganzen Rezepte, die wir hier übertrieben heftig aufgewertet haben, sind jetzt alle ziemlich neu für mich. Ich habe auch schon eine Faust im Gesicht bekommen durch die Kommentare, dass ich zu wenig lese. Ich muss mich auf jeden Fall mehr um die Gerichte kümmern. Ich mache die immer noch wie früher, wie man sie kennt, mit ein bisschen Aufwertung, aber lese nicht richtig. Wie zum Beispiel, dass ich den Spargel grillen muss und nicht mehr in den Kochtopf machen. Ich habe nur Spargel gelesen, denk 1 Liter Wasser, 20 Gramm Salz. Kochen. Aber den mussten wir grillen, was ja sogar viel cooler ist. Aber wollen wir mal schauen, wir nutzen das doch mal als Lernphase diesen Tag. Da will ich jetzt auch nichts vorbereiten und müssen ein langweiliges Schweinekotelett und Zitronenbratkartoffeln machen. Und eine... Okay, das war gestern das Problem, wo wir die gemacht haben. Wir machen erstmal die hier... Nee, Quatsch, wir machen erstmal das Fleisch. Ein Schweinekotelett. Auch aufgewertet natürlich. Fupp. Damit das schon mal brät, dann können wir die andere Klamotte da machen. Was? Gießemischung über das Schweinekotelett. Ach du Scheiße. Also in einer Schüssel. Milch habe ich auch noch nie besessen. Ich habe noch nie Milch gehabt. Und freue mich auf jeden Fall. Milli Vanilli. 15 Milliliter. Das ist aber richtig viel Milch. Das ist auch nur so ein kleines süßes Paketchen. Wow. Schüttet er die schnell. Salz. 7 Gramm. Habe ich so noch nie gemacht, das Essen. 7 Gramm. Also irgendwie hat der Entwickler keine Ahnung von Essen, ne? Also das ist auch viel zu viel. Schwarzer Pfeffer vor allen Dingen wieder. Mach mal 7 Gramm schwarzen Pfeffer da rein. Thymian getrocknet 15 Gramm. Oh, sofort gefunden. Ah, leggy leck. Muss auf den linken gucken unten. Okay, bei so Mischung geht das eigentlich mal ganz gut. Gieße die Mischung über das Kotelett in deine Pfanne hinzufügen. Sonnenblumenöl. Soll ich das einfach so jetzt... Bitte. Nicht kriechen. Angst. Das soll so... Hier sind mir schon 15 Milliliter über ein Schweinekotelett. Das fand ich so 10 Milliliter ekelhaft aus. Okay, Sonnenblumenöl. Das kriege ich noch hin. So. Und dann braten wir mal das Schweinekotelett da drin. Das sieht aber aus, ey. 90 Sekunden braten. Auf jeder Seite 90. Das ist einmal garen, ne? Heiß servieren. Kartoffeln. Ach, oh Gott, ich vergesse mal die Kartoffeln. Die sind immer viel wichtiger herzustellen. 300 Gramm Kartoffeln. Oh, diese Schüsseln. Die habe ich so spät selber entdeckt, ne? Echt witzig. Halbieren. So. Zu einem Backblech hinzufügen. Olivenöl 15 Milliliter. Wie, auf dem Backblech einfach Olivenöl schütten oder was? Manchmal verstehe ich die Rezepte nicht so ganz. Aber ich muss sie genauer lesen. Und das ist so mein kleines Problem hier. Was ja eigentlich gar kein Problem sein sollte, ne? 15 Milliliter Olivenöl. Das läuft doch da einfach so runter. Bitteschön. Zitronensaft. Ne, Quatsch, wo bin ich denn? Kartoffeln würzen mit 15 Salz, 15 und 9 Pfeffer. Oh, er hat mal weniger Pfeffer genommen. 15. Das ist doof.
Okay. Kotelett, warum ist der Ofen noch drauf? Das sieht ja super lecker aus. So schön weiß. Das ist doch nicht richtig. Er hat weniger Pfeffer dran. Das ist ja mal interessant. So. 40 Sekunden backen. Oh Gott, ist das kompliziert. Was habe ich mir angetan, indem ich das alles dann mache, ey? Wie lange? 90? Nee, 40 Sekunden backen. Das ist bestimmt nicht dann gar. Ja, das war dumm. So. Zu einer Schüssel hinzufügen. Hühnerbouillon. Und mir fehlt noch die ganze Suppe da. Ich habe gar keine Zeit für diese Suppe. Wir brauchen mehr Köche hier, ehrlich. Habe ich keinen Hühnerbouillon mehr? Da. Wie viel ist hier drin? Ach, viel. Das schaffe ich noch. 20, Zitronensaft 20. Boah. Kommt da rausgeschossen. Zitronensaft 20. Muss ich beeilen, den Kartoffeln. Zwei fehlen noch. Die sind echt nur halb fertig geworden. So ist das Kotelett. Ist fertig und auch nicht angebrannt. Zwei fehlen noch, die will ich noch drin haben. Boah, es waren drei. Egal. So, was müssen wir jetzt damit machen? Mischung, 40 Minuten über die Kartoffeln träufeln, zu einem Backblech hinzufügen, Oregano-Zeug. Okay. Das ist... Wie soll man das jetzt beschreiben? Viel zu aufwendig, ne? Also, wenn du da jetzt zwei Essen gleichzeitig kriegst, hast du echt die Arschkarte, ne? Du kannst das gar nicht zart träufeln. Das schüttet auf einen Schlag alles drüber, ne? So. Oregano-Zweig, 12 Gramm. Und dann nochmal 40 Sekunden backen. Ich denke mal, bis fertig ist. Hä? Das Geräusch passt nicht. So. Das Ganze kommt dann auf einen Teller, denke ich mal. Mit einem Thymian-Zweig, 20 Gramm. Und dann komme ich hoffentlich noch zur Suppe, ey. Die ist ja einfach. Thymianzweig. Das ist auch neu, oder? Wie viel? 20 Gramm. 4 Stück von diesen Zweigen. Oh, ganz schön Haufe. Das ist ja ein Baum, den ich da rauflege. Heftig. So, du gute alte Kartoffel. Du bist jetzt fertig. Soll denn... Ja, das steht nicht, dass ihr die nicht mit drauf machen soll. Aber da ist ja wirklich dann ein halber Baum drauf. Schön unerwartetes Produkt wetten. Ist auch mal so schwer zu erkennen auf dem Boden. Ah, guck mal, wir haben noch 4 Minuten für das eine Essen. Das bin mal gespannt. Boah! Genial! Ey, boah, passt maximal gut, ey. Da unerwartet, dann müssen wir das mal merken uns. Schlechte Schneidetechnik. Also der Oregano-Zweig gehört dann nicht... Der Oregano-Zweig gehört dann nicht drauf. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dem Essen. So, eins davon. Weil das hat uns letztes Mal diesen übelsten Bug verursacht. Aber das darf ja nicht daran. 1 Liter Wasser drauf. So. Das Ganze wird zerhäckselt, gewürzt und gekocht. Fertig. Wie ging das nochmal? Ich hab vergessen, wie das jetzt ging. Kuh muss ich jetzt drücken. Eine dumme Kuh. Gemixte Mischung. 5 Gramm Salz. Also das werde ich nicht Real Life nachkochen. Wird auch mal wieder Zeit für eine Real Life Kochfolge, ich weiß. Momentan ist das Geld halt knapp. Da muss ich ein bisschen sparen. Beefy ist krank. Ben fährt im Urlaub mit Oma und Opa. Das wird alles sehr teuer. Karotte 70, Zwiebel
Tomate. Eine Karotte, eine Zwiebel, eine Tomate. Kochen lassen, fertig. Eine Karotte. Eine Tomate. Und eine Zwiebel. Wenn wir das nicht auch mit häckseln? Ach, naja, dann ist es unerwartet, oder? Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Das wird gegart. Es will ja gar nichts häckseln damit. Petersilienblatt frisch, blablabla. So, dann die Entenbrust nochmal rausholen. Drei Salz, drei Pfeffer. Aber ich muss ja gucken, vielleicht habe ich die aufgewertet. Drei Salz, drei Pfeffer, drei Zucker. Okay. Zack. Zack. Und den Zucker muss ich immer holen. Sicher ist sicher. Gut, dass die Tage immer anders sind. Dass wir es nicht exakt denselben Tag wie gestern haben. Das wäre natürlich fail, aber ist ja nicht so. Sonnenblumenöl 10 Milliliter haben wir noch hier drin, ne? Dann ist das ja... Ich glaube nicht, dass er da einen Unterschied merkt. Ich habe die Salbeiblätter aber dann vergessen. Zwei Stück. Ne, Lorbeer. Ne, Quatsch. Salbei kommt da rein. Demi, mach keinen Mist. Lorbeer ist neu. Salbeiblatt frisch 6 Gramm. Seht ihr? Was auch immer, ob, wie man das merkt beim Braten. Keine Ahnung. So, der Apfel ist ja ein Kinderspiel. Aber das habe ich nicht aufgewertet, sehe ich gerade. Das ist noch das ganz normale Rezept. Ein schöner, knalliger, roter Apfel. Eine schlechte Schneidetechnik. So, dann machen wir das mal jetzt wieder. Machen wir das jetzt so mit den Überträufeln. 20 Milliliter Zitronensaft. Warte mal. Ich das jetzt hier einfach so reinschütte, müsste das doch klappen. Ich brauche ewig beim Braten. Er sagt Zitronensaft 12 Milliliter, weil 8 sind an dem Ding insgesamt dran. Mehr nimmt die auch nicht an. Mehr als 2 Milliliter passt einfach nicht auf den Teilen drauf. So. Nix, sagt er jetzt. Ja, weil, naja. So, Butterschmalz. Hier ist leer, die Pfanne. Das waren 20 Milliliter, ne? Oh, oh! Oh, 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 oh. Ich hab was vergessen. Muss ich einmal kurz ausmachen. Rote, ja. Das 150er. Die Pfanne, also das ist jetzt richtig gut geworden mit den Dingern hier. Das spart halt... Vorsicht, das... Okay. Petersilie. Ich will das wenigstens nicht falsch rausbringen, ne? Also nicht zu spät. Das soll immer pünktlich kommen. Eigentlich müsste es ja gut geworden sein. Ist ja nur ein doofes Süppchen. Das kriegen wir mal locker und flockig hin. 20 Sekunden noch. Weil ich es wieder vergessen habe. Was? Was fehlt denn da wieder? Nicht genug? Okay, die häckseln wir jetzt mit. Boah, so ein Übergericht jetzt. Aber es sind alle Übergerichte. Wird der Entwickler dann Fehler drin oder das soll so? Ich weiß ja, eigentlich steht da nicht, dass das gehackselt werden soll. Gehackselt. Du kommst wieder an. Kabeljau. So, das Entenbrüstchen ein bisschen aufpassen. Milliliter Butterschmalz. Ich muss das ja auch noch fertig kriegen, verdammt. 10 Milliliter Butterschmalz. Okay. Butterschmalz. Das hört sich aber auch sehr gesund an. Ich kann das schnell weg, das Essen. Kabeljau. 3 Gramm Salz, 3 Gramm Pfeffer, das schaffe ich noch. Also ich hätte eine Pfeffer-Salz-Mischung in der Küche stehen, tatsächlich. Paprikapulver. Und Kreuzkümmel.
Versteckt sich dahinter, oder? Ja. Haben wir den schon mal gewürzt? Na, Essen, die dauern halt ewig, ne? Aber ist auch nicht schlimm. So, das Ganze muss jetzt wieder zu einer Pfanne hinzufügen. Olivenöl, Kabeljau. 35 Sekunden jede Seite. Brauchen wir den erstmal raus. Ah, diese Wartezeiten. Das ist immer dumm. Wie lange haben wir denn für den noch? Wir können den da erstmal hinstellen. Der bleibt eine Weile heiß. Da haben wir einen kleinen Puffer gerade. Ne? Ich brauche den Puffer. Ich habe mir halt zu viel aufgewertet für das Rezept, was ich jetzt machen muss. Soße. Weg mit der Soße. So, gut. 20 ml Olivenöl. Dann müssen wir jetzt anbraten. Olivenöl. Olivenöl, bist du? Olivenöl. Hä? Hab ich kein Oliven? Da steht's doch. 20 Milliliter. Was liegt denn da oben auf dem Boden wieder bei uns? Habe ich den schon wieder verschüttet? Das kam vom Backblech, glaube ich. 35 Sekunden will ich timen. Das ist nämlich super wichtig bei dem Gericht. Soll ich schnell holen? Ah, das war nicht gut getimed. Oh nein, das liegt an. Müssen wir 4 Sekunden draufsetzen. Griechischer Salat, oh Gott. Der war gar nicht so einfach. Was war denn das zweite? Ach, guck mal, hier haben wir noch, das ist ein sehr guter Puffer. Mach erstmal das Fleisch soweit. Oder den Fisch, ist ja kein Fleisch. Warum ist Fisch eigentlich kein Fleisch? Also ich habe Metzger gelernt. Kein Fisch und kein Fleisch, sagen wir immer. 1, 2, 3, 4. Oh, ziemlich weit weg. Naja, sieht doof aus. Warum habe ich eigentlich hier 2 Stoppuhren liegen? So. Der Kabeljau. Genau, der Salat. Butterschmalz, das müssen wir wieder beschütten, wieder garen. Und dann kommt der Kabeljau auf ein Backblech, betroffen mit der Mischung. Ach, guck mal, die sollen wir ja vorher in eine Schüssel machen. Das ist cool. Schaffe ich, 5 reinzuschütten? Ich schaffe es. Und das direkt darauf schütten ist schon besser. Ach, dieses 35 Sekunden, du kannst den 35 Sekunden nicht viel nebenbei machen, ne? Echter Koch sein muss hart sein. Also Respekt an alle echten Köche da draußen. Vor allem hast du ja noch einen großen Faktor als Koch. Das ist tatsächlich der Kunde. Das ist wahrscheinlich das Allerschlimmste von allen. So, die schütten wir jetzt da drauf. Aber du kommst jetzt erstmal hierher, Baby. Mischung. Mann, das passiert mir die ganze Zeit mit dieser doofen Kacke. Aber du versaust die ganze Küche damit, ne? Sieht aber schon gut aus. So, das Ganze wird jetzt sehr schnell heiß. Aufgepasst. Und dann können wir es an den Salat schmeißen. Alter, was da schon wieder steht, ey. Oh, das ist so schwer. Das ist so schwer, so ein Salat. Den kannst du... Wie soll ich den vorbereiten? Wir müssen für morgen vorbereiten. Morgen ist Kochwettbewerb. Die Sachen müssen parat stehen. Ich will den nicht wieder anbrennen lassen. Der passiert mir immer wieder. Weil der hat ja echt keine Toleranz. Ne? Der wird fertig, bam, angebrannt. Ruhig und besonnen kochen heute. Ich nenne es Lernphase. Oh, der ist endlich mal gut geworden. So, kommen wir nun zu diesem verfluchten Salat. Grüne Paprika, 120 Gramm, 15 Gramm. Ich schneide einfach... So, eins wiegt jetzt
66. Ah, 66. Was schneidet er denn da hinten ab? Siebzehn, 36. Können wir alle nochmal halbieren. Na, oh, er schneidet wieder ganz woanders. Ich mache einfach irgendwie 15 Gramm Teile. Es gibt schlechte Schneidetechnik, ich weiß. Fuck. Gurke in Scheibe. Habe ich nicht noch eine Gurke gehabt? Nein. Eine wiegt 160. Na, das, die Dicke funktioniert schon ganz gut. So. Was brauchen wir noch? Eine Zwiebel. 120 Gramm in Würfeln. Da habe ich ja meine Technik. Eine ganze Zwiebel. Nehmen wir gleich das, was wir brauchen. So kein. Ich weiß nicht, manchmal kannst du es halt nicht zerschneiden, ne? Tomate, auch hätten wir auch gebraucht, okay. Habe ich gerade eine weggeworfen. Das nennt man schon etwas verschwenderisch, ne? Das kann jetzt raus. Dachte gerade, ich habe was vergessen, Blödsinn. Was vergessen habe ich es schon. Aber nicht so, dass ich es dann. Gott sei Dank kriegt man ja eine Warnung hier. Schlechte Schneidetechnik. Unerwartete Schweinekotelett? Hä? Ach, das lag da in den Öl. Okay, du darfst das Öl auf keinen Fall doppelt benutzen, ne? So. Oh Gott, das Schmeidemedaillons kommt jetzt auch noch dazu. Gut. Jetzt aber Rapotti. In Stücken 30 Gramm. Wie viel wiegt eine? Was wären? Fünf Stücke einfach nur. Das passt doch nie. Ah, ich hasse diesen Salat jetzt schon. Auf einen Teller geben, würzen mit 10 Gramm. Also wir brauchen 80 Gramm Gurke. Oder eine runterschmeißen. Brauchen diese ganze verfluchte Zwiebel. Wir brauchen die ganze Tomate. Schon geiler Salat. Ich habe noch was vergessen, ne? Und wir brauchen 120 Gramm grüne Paprika. Das sind keine Würfel, nie im Leben. Ein Stück runter. Der Ziegenkäse. Bababababab. 40 Gramm. Eine wiegt 500 hier. Ach, shit. Wow. Das war gestern besser. Wow. Wir sind halt ein großzügiger Koch, ne? Was soll ich machen? So, das Beträufeln war mit Oregano getrocknet und Salz. Ach, diese scheiß Gewürze, ne? Ich glaube, Oregano getrocknet gab's noch nicht. Oregano getrocknet 10. So, und Olivenöl auch nochmal 10 Milliliter. Dann war's das, ist das ja safe, das Essen. Dann können wir uns um den Schweineletten kümmern. Okay. Das wird kalt serviert und da drauf einfach mal so ein Fisch. Wie komisch. Wie wird der werden? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, ne? Aber ein Salat drauf wäre Unsinn. Bom. In den 5 Sternen rein. Also ich bin schon zufrieden. 72 Ruhmpunkte. Es fehlte wirklich Petersilie. Unerwartete Mischung, okay.
Nicht genug Olivenöl, nicht genug, nicht genug. Ah, es ist immer schwierig, die richtigen Mengen hier zu bekommen, ne? So, Schweinelenden und, oh Gott. Die Schweinelende ist einfach, glaube ich. Also, ist ja auch aufgewertet. Ob sie jetzt noch einfach ist? Ich weiß es nicht. Würze mit 6 Gramm Salz. Ich glaube, ich komme nur im Ofen. Naja, 1 Gramm noch. So, daneben geballert. 6 Gramm Pfeffer, denke ich mal, ja. Bis jetzt haben wir alle Essen rausgehauen. Langsam kriege ich aber ein bisschen Panik, ey. Das wird morgen richtig schwer. Pimentpulver. Da. 4. So. Und Kreuzkümmel. Kreuzkümmel heißt das nicht. Kümmel. Das Ganze kommt im Backofen. 130 Sekunden. Okay. Les richtig, Tim. Les richtig. Einmal auf dem Boden. Alter. Kein Wunder, dass da nicht genug war. Wenn alles auf dem Boden liegt hier. 130 Sekunden. Das sind 2 Minuten, 10 Sekunden, warum auch immer. Aber das ist halt die Schweinelende. Nein. So. Rote Beete in Scheiben, Karotte in Stäbchen. Das ist kein schönes Rezept. Weil die Stäbchen kacke sind. Mann. Jetzt werfe ich mal nichts weg. Alles, was da liegen ist, ist ja sozusagen vorbereitet, ne? Rote Beete in Scheiben, 120 Gramm. Eine rote Beete wäre es. Das ist keine rote Beete. Doch. Nee, eine rote Kartoffel. Das ist eine rote Beete. Schneidung. Viel zu dünn, oder? Nur 30 Gramm, boah. Okay. Karotte. Das sind halt Karotten. Wie soll man die Dinger bezeichnen? Karottenstifte oder ganz fein gehackt. Ja, die esse ich super gerne in echt sogar. Aber du kannst sie hier nicht so wirklich gut simulieren, finde ich. Und das Ganze kommt auf ein Backblech. Ne, Braten. Einfach so, ohne alles. Finde ich voll komisch. Sauze. Wie lange? 80 Sekunden. Das ist die falsche, dass sie die läuft. 60, 70, 80. Nein, doch. Glaube, wenn es gar ist, ist es gar. Gut, das ist das Essen. Rosmarinzweig fertig. Dann kommt jetzt noch das. Oh, boah. Scheiße. Wir haben Pufferessen. Okay, das wird mein Pufferessen. Ach, hier muss ich doch noch zerschneiden, ne? Wartet mal. Da steht aber nicht. Doch, da, in 25 Gramm Scheiben. Halt die Klappe. Habe ich grob im Kopf. Hab schon einen Teller? Nee, ne? Boah, ist das laut. Ach, das wird gar nicht gegart hier, ey. Traurige Schicksale. Hat man wieder den Top nie berührt. Soll wohl nicht durch sein. Oh, ist das schwer. Puffer essen? Dafür bin ich einfach noch nicht gut genug, dass ich jetzt so Vollgas geben kann, ne? Das hat auch, wie viel lange Puffer noch? 3 Minuten, 4 Minuten. Chakachuka, Zwiebeln. Halbe. Habe ich hier liegen. Chakachuka. In 10 Gramm, das ist wenig.
Ernsthaft? Also doppelt so schwer geworden? Das ist schwer. Wenn es einmal liegt, liegt's. Du zerschneidest gar nichts. Rote Paprika, 120 Gramm in Würfeln. Voll gemein, dass auch Hälften sind, ne? Ist hier sehr dünn, ne? Die Paprika. Keine Ahnung, ich mache jetzt einfach Chakachuka irgendwie. Hauptsache es gibt 4 Sterne. Sieht doch supi aus. Zu einer Pfanne hinzufügen. Okay, warte mal. Tomate in Würfeln. Meine Arbeitsfläche wird jetzt schon benutzt heute. Zack. Dann Knoblauch, 10 Gramm, 2 Stück sind das. Ich will nicht zweimal laufen, finde ich immer Unsinn. Boah, ist ja voll schwer gerade. Gib's doch einfach raus. So. Das wird doch nie was. Ninja Tech. So. Olivenöl, also zu einer Pfanne hinzufügen, steht da. Olivenöl, geräucherter Pfeffer, Kurkuma. Also das müssen wir jetzt erstmal machen. Boah, krass. Das ist das ein anderes Rezept? Darf nicht schief stehen. Olivenöl, 10 Milliliter stand da. Puffer essen, puffert noch. Geräucherter Pfeffer, das habe ich doch gar nicht, oder? Geräucherten Pfeffer habe ich noch überhaupt nicht. Geräucherter Pfeffer, 5. Chakachuka, ey, ich geh kaputt. Kurkuma-Pulver, 5. Nee, das ist kein Kurkuma. Kurkuma haben wir auch noch nicht, oder? Das ist ja, eigentlich ist das Curry. Oh, das hab ich doch schon, oder? Na, werden wir sehen. Wir haben immer mehr Scheiße hier. Kreuzkümmelpulver. Okay, beeil mich. Ich hoffe, es war wirklich 5. Nein, es waren 3. Das ist ein sehr anstrengender Tag und das wird morgen nicht wirklich viel besser. Sieht fast aus wie auf dem Bild. Nein! Ach, wegen dem großen Scheiß, der dabei war. Oh, nein! Das Wichtigste vergessen, ey. Depp. Kreuzkümmel, Salz, 3 Gramm. Was ist nicht neu? 2 Gramm zu viel halt. Schwarzer Pfeffer und rote Paprika. Ey, das ist kein schwarzer Pfeffer. 120 Gramm. Rote Paprika. Die haben wir geschnitten. Mal ein bisschen schütteln. Gott, ey. 30 Sekunden braten. Nächster Abschnitt. Alter Schwede. Nächster Abschnitt ist Wasser, Zwiebel, Tomate, Knoblauch. Ei in der Pfanne. Spatzhafer, das geht eigentlich. Auslassen, hat er mir erklärt. Heißt einfach ohne Sud, ne? Habe ich schon Wasser? Ich habe noch gar kein Wasser. So, jetzt kommt der ganze Rest dazu. Wie gesagt, Wasser. Wie viel? 60 Milliliter. So, das letzte Essen. Viel geschafft habe ich heute echt nicht, ey. Da hätte ich die Schlüssel auch unter Wasserhahn halten, ne? Das wird auch gehen. Sieht eigentlich gut aus. Alles, ne? Zwiebel, Tomate. Aber nicht den grünen Paprika, der gehört nicht dazu.
30 Sekunden lang kochen lassen. Warte mal. Doch, nochmal 30 Sekunden, richtig? Ja. So, das macht jetzt seinen Job. So, lang kochen lassen, schlage Ei in Pfanne mit Soße. Und dann kommt nochmal Salz, Pfeffer dran. Da muss ich jetzt ja nicht mehr so überlegen, wie das geht mit dem Ei. Das ist ja eh drücken. Steht ja auch schön da. Oh mein Gott, aber schnell, ey. So. Das sieht ja aus. Pfeffer und Salz, 3 Gramm auf den Eck. Oh, sieht schon Chakachuka, sieht schon lecker aus. Auch was Tolles zum Nachkochen, ne? Bisschen sehr komplex. Und dann wieder 30 Sekunden kochen lassen. Petersilienblätter frisch. Ich mach das mal auf den Tiefen, obwohl die sucht nicht an. Petersilie frisch, 6 Gramm. Muss ich das durch Sieb jagen? Ich denke schon, ne? Perfektes Timing, ne, mit der Uhr. Wo fliegst du denn hin? Oh, Chakachuka hat nur eine Minute. Das ist doof, dass ich das durch ein Sieb mache und dann durch den Teller nochmal. Verwirrend. Was? Okay, cool. Ich glaube, sie hätten wir uns sparen können. Pfeffernase. Entschuldigung. Fünfter Stern fast. Fast im fünften Stern. Was war denn das Problem? Fehlendes Produkt. Ich hätte es doch mit reinschütten müssen. Schlechte Schneidetechnik. Schlechte Schneidetechnik. Falsche Menge am Produkt und Hitzefehler. Heidewitzka. Zu viel. Aber die Temperatur war immerhin gut. Super. So, wir haben heute keine Bestellung an. Ich bin total im Arsch. Das wird morgen die Hölle hier. Ich habe auch richtig Angst vor morgen, muss ich zugeben. Mehr brauche ich nicht reparieren, oder? Hier, Tisch. Geht ja einfach alles kaputt. Eine Runde zaubern. Nur sein X-Zauberstäben. Passiert. Und ja. Vorbereiten für morgen. Man könnte so viel vorschneiden und machen und tun, aber ich glaube, ich werde erstmal entspannt aus den Tag einfach über mich hingehen lassen. Oh, nicht, dass wir noch einen Bug verursachen. Ist halt der Doofe, wenn was Doofes dazwischen bestellt wird, ne? Die nervt doch schon seit langer Zeit da. Zap. Was willst du jetzt mit dem Mist hier, ne? Also man könnte Gurken voll. Wir hätten hier die ganze Küche voll mit vorbereiteten Scheiß. Aber ich glaube, darauf soll es hinauslaufen im Endeffekt, ne? Dass du 8 Milliarden Gurken hier stehen hast und und. Aber gehobene Küche wird interessant. Das wird auf jeden Fall interessant, das Event. So, gut. Dann brechen wir den Tag jetzt sozusagen ab. Haben ihn aber auch damit jetzt auch geschafft. Und mal gucken, wie ich mich morgen schlage, ob ich mich wieder blamiere ohne Ende. Oh, wir haben nur noch ein fertiges Essen. Das dampft das noch? Nee, ne? Das kriegt er trotzdem kalt, wenn er es bestellt. Gut. Chaos hier. Die Küche wird immer voller mit Kram. Level up? Ich glaube ja, ne? Also, wir leveln total lahm letzte Zeit, ne? Nächsten Tag beginnen. Okay, das wird ein Kochwettstreit und da sehen wir uns dann. Bis dann!